Hallo, freundliches Universum. Mir kamen die zwei Worte, jetzt habe ich sehr fast vergessen. Ich glaube, falsche Identität und Schönheitsideal. Schönheitsideal und falsche Identität. Wenn ich mich so erinnern könnte, oh Mann, habe ich gelitten. Unter der falschen Identität und der Idee, ein Schönheitsideal nacheifern zu müssen, mich mit ihm abzugleichen. Naja, auch eine Idee, ein Trip oder eine Einstellung, ein Glauben. Klar, hier dem Körpermann hier, dem Persönchen, fallen natürlich hier auch die Haare aus und so. Unreine Haut ab und zu. Leicht irgendwas mit den Zähnen oder so. Was auch immer. Bisschen Bauch und nicht so ganz dem Schönheitsideal entsprechend, das die Person auch gerne vielleicht hätte. Doch irgendwann auf der Suche nach mir selbst oder nach Frieden, nach Glückseligkeit, nach Selbsterkenntnis kam auf einmal die Idee oder das Verstehen, keine Ahnung, das Sehen, dass ich, der hier, der durch die Augen durchschaut, ja gar nicht, ich meine ja, ich bin ja gar nicht mein Gesicht. Ich bin ja gar nicht so, wie ich aussehe. Ja, ich meine ja nur, so wie ich sehe ja mein Gesicht eigentlich nur immer flüchtig so im Spiegel. Ich stehe ja nicht die ganze Zeit vor dem Spiegel und so, ah, du bist so schön, oh, oder du solltest ja noch schöner werden. Mein Gesicht ist ja immer nur für diese anderen Gesichter da. Für die anderen Augen. Und dann kommt es mir eigentlich immer so vor, dass das, was sieht und das, was gesehen ist, dasselbe ist. Und sich immer nur gedanklich etwas aufbaut, wie eine Idee, da gäbe es jemand anderen, der mir was tun könnte, der mich beurteilen könnte, der mich gut oder schlecht finden könnte. Also es sind alles unbewusste oder nicht gesehene Gedanken, Glaubenseinstellungen, die dann eigentlich immer Probleme und Sorgen bereiten. Aber stimmt es wirklich? Ist der andere wirklich anders als meine Gedanken? Ist da wirklich ein anderer, wenn ich nichts über ihn denken würde? Würde ich da überhaupt einen anderen wahrnehmen? Oder nehme ich nicht erst den anderen als anderen wahr, weil ich denke, hier ist hier ist eine Person, eine Identität, ein separiertes Wesen, das mit anderen zusammenlebt? Naja, diese Ideen tauchen auf. Oder ich habe sogar gehört, und es ist sehr einleuchtend, dass es nicht eher, es ist keine Idee, es ist mehr ein Gefühl, ein energetisches, eine Kontraktion, sich zusammengezogen zu fühlen in einem Körpersystem sozusagen und dann das für wahr zu halten. Ja, es stimmt, ich bin eine Person unter anderen, ich bin ein Wesen oder ich habe eine Seele, die da drin steckt und. Was ist die Seele? Kommt drauf an, wie du sie definierst. Ich sag, Seele ist irrelevant. Oder find selber raus. Ich erzähle ja immer nur ganz gern. Aber es macht ja nichts. Ja, so, das war's dann. Bis zum nächsten Selbstgespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlass doch keinen oder einen Kommentar. Oder freu dich einfach dabei zu sein. Denn es geht ja nicht ums Gewinnen und auch nicht ums Verlieren. Denn alles, was ich gewinnen kann, werde ich früher oder länger, später verlieren. Und da rein zu in investieren, dass ich immer gewinnen muss und mehr haben muss und dann doch wieder die Angst habe oder. Na, egal. Nee, ich weiß es gar nicht. Einfach. Stimmt schon alles. Wie es geschieht, geschieht. Und ob was geschieht, ist auch wieder Definierungssache. Aber ich könnte auch sagen, es ist alles ein Traum. Und ich bin geträumt, alle Gegenstände sind geträumt. Es ist total ein wirklich
Traum, aber ein Traum passiert halt nicht. Er wird einfach nur geträumt. Und dann ist der Traum vorbei, ist wie als wäre nichts passiert. Naja, wer weiß es, wer will es wissen? Um was geht's? Geht irgendwas um irgendwas anderes? Nö. Hä? Ja. Halleluja. Namaste. Aloha.